Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video sehen wir uns die letzten drei Episoden von Marvel Studios Serie Miss Marvel etwas genauer an. Bleibt dran! Wir haben das Finale von Marvel Studios Miss Marvel hinter uns und dabei nicht nur eine Serie abgeschlossen, die sich an ein deutlich anderes Publikum richtet als die bisherigen Marvel Studios Serien, sondern wir haben auch gleichzeitig ein oder zwei ganz besondere Schmankerl und Features zu sehen bekommen. Insgesamt bin ich mit der Serie Miss Marvel ja sehr zufrieden. Sie ist jung, sie ist frisch, sie spricht ein nicht nur in kultureller Hinsicht anderes Publikum an, sondern auch ist eindeutig für ein jüngeres Publikum ausgerichtet. In meinem Video zu den ersten drei Episoden habe ich ja schon erwähnt, dass mich die Serie etwas von dem Feeling her, von dem Esprit, das es versprüht, an Spider-Man erinnert. Wir haben einen Superhelden, der erst zum Superhelden werden muss. Sie muss sich mit ihrer Familie, mit den Alltagsproblemen eines Jugendlichen auseinandersetzen und gleichzeitig entdeckt sie ihre Kräfte. In diesem Kontext ist die Serie mit 6 Episoden aber deutlich zu lange geraten. Man braucht nicht 6 Episoden, um den Inhalt dieser Serie transportieren zu können. Das merkt man vor allem in Episode 3 meiner Meinung nach und ganz speziell in Episode 5. Diese beiden Episoden sind für mich nur Lückenfüller. Denn wie in Episode 5 zu sehen, wo die Großmutter, die Urgroßmutter von Kamala Khan ihren Ehemann kennenlernt, ihre Herkunft, ihre Origin etwas genauer betrachtet wird, die Hintergründe, die Geburt von der Großmutter von Kamala und man etwas sehr viel tiefer in die Familiengeschichte und somit auch in die Herkunft der Kräfte eintaucht. Alles in allem würde das aber auch in einem Drittel der Zeit erzählt werden können. Zum Beispiel einfach durch Rückblenden, wie wir es ja, na gut, es waren nicht wirklich Rückblenden, es waren Visionen, aber so eine Kombination würde durchaus funktionieren, um die gesamte Episode 5 auf verbleibende Folgen aufzuteilen. Somit für mich eine klassische Lückenfüller-Episode. Episode 6 macht aber alles wieder wett, wie ich finde. Man darf gewisse Vorgehensweisen der Charaktere bzw. der Bösewichte, der Antagonisten nicht wirklich hinterfragen. Wir haben wieder eine Antagonistin in diesem Fall, die nichts Besseres zu tun hat, als auf Kinder loszugehen. Dieser Stoff ist ja nicht unbedingt jetzt, finde ich, geistreich und besonders lehrig, aber ja, wie gesagt, hinterfragen wir es nicht zu sehr. Der Spannungsbogen in Episode 6 baut sich durch diese Verfolgungsjagd mit der Damage Control doch sehr gut auf. Es endet dann in einem, naja, nicht wirklich Kampf gut gegen böse, denn Kamran ist ja nicht wirklich als böse anzusehen, zumindest in meiner Interpretation dieser Folge. Somit ist es moralisch wieder eine doch gute Szene und doch guter Ausgang für die gesamte Staffel, für die gesamte Serie, denn es wird nicht schwarz-weiß-mäßig zwischen Gut und Böse getrennt. Wir sehen das auch etwas in Kamala, sie ist ja nicht die perfekte Tochter, sie ist ja nicht die perfekte Superheldin von Anfang an, sondern macht auch einiges falsch, was in Anbetracht ihres Alters er auch darf und in gewisser Maßen auch soll. Einfach um den Charakter zu festigen, um für das Leben zu lernen. Hier sehe ich ganz besonders in der Verantwortung bzw. in der Darstellung der Eltern,
dies erfüllt. Sie sind zuerst sehr ablehnend, sehr, ja, fast überfordert mit ihrer Tochter. Dies zieht sich bis zu Episode 4 und 5. Erst in Episode 6 gehen sie, und das mit ganzem Herzen, auf Kamala und ihre Rolle als Superheldin ein und auch mit. So wie wir zum Beispiel am Schluss der Episode 6 das sehr private und fürsorgliche Gespräch von Kamala und ihrem Vater auf dem kleinen Vordach erleben können. Es ist eine sehr emotionale Szene für mich. Es ist eine sehr schöne und eine sehr ruhige Szene. Genau das ist auch in dem Kontext notwendig. Genau das bringt dem Charakter Kamala Khan und ihrem gesamten Universum, ihrem gesamten Umfeld ja sehr viel Tiefe. Die Nebencharaktere, ja, sind witzig, sind gute Stichwortgeber, klassische Sidekicks, aber fast ein oder zwei Charaktere zu viel. Ihre Cousine, ihr bester Freund mit dem kleinen Seitenstrang, er wechselt die Universität, er verlässt sie, er verliebt sich in sie, er verliebt sich doch nicht in sie, beziehungsweise stellt diese Zuneigung hinten an. Ja, es sind klassische Stilelemente, man braucht ja immerhin The Guy in the Chair, das Backoffice quasi jedes Superhelden, diese Rolle erfüllt. Wird gut erfüllt, ist auch mit Witz gepaart und trotzdem für mich etwas belanglos. Ich sag einmal so, ich finde die Rolle etwas belanglos, dass genau diese Rolle dann am Schluss auch für den Überraschungsmoment sorgt, für das kleine Easter Egg, naja, Easter Egg ist es ja nicht, aber für den Überraschungsmoment in der Serie sorgt, da bin ich auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite wertet es die Serie Kamala Khan als Miss Marvel und die Serie Miss Marvel extrem auf der anderen Seite wertet es das Thema, um was es geht, extrem ab, wie ich finde. Um was geht es genau? Es geht darum, dass sich herausstellt am Ende von Episode 6, Kamala Khan ist nicht nur eine Superheldin, ihre Kräfte kommen nicht nur aus der Nur-Dimension, oder die Interpretation ist für mich so, ihre Kräfte kommen aus der Nur-Dimension, dass sie diese auf ihre eigene Art und Weise einsetzen kann und verwenden kann, liegt daran, dass sie eine genetische Mutation in sich trägt. Somit sind die Mutanten, ist das Thema Mutant offiziell im Marvel Cinematic Universe eingeführt. Es passiert in einer Abschlussszene, es passiert in der Nacht, es passiert, wo sich die Clique mit dem Porsche von Cameron auf den Weg macht, die Stadt unsicher zu machen. Und da als kleiner Nebensatz wird Kamala mitgeteilt, dass sie eben eine Mutation in sich trägt. Wie gesagt, dieses Thema und das Thema Mutanten, X-Men, endlich im MCU zu sehen, wertet die Serie absolut auf. Es ist für diese Serie ein definitiver Pluspunkt, dass diese Thematik hier das erste Mal erwähnt wird. Für das Thema Mutanten, X-Men im MCU ist es eine Abwertung, wie ich finde. Es ist eine zu belanglose Szene. Es ist eine Szene, die, denke ich, in der weiteren Geschichte des MCU nicht allzu präsent sein wird. Man hat sich vielleicht deswegen für diese Serie und diesen Weg entschieden, um etwas flexibel zu sein, wann und wie genau man die Mutanten wirklich im MCU präsentiert. Ich denke auch, dass es nicht in einer Serie passieren wird, sondern in einem Kinofilm. Aber es ist einmal der Grundstein offiziell dafür gelegt worden. Wenn es jetzt ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre dauert, ist auch nichts passiert.
Und das ist, wie es bei mir ankommt. Und so wie es bei mir ankommt, finde ich es für das Thema Mutanten, X-Men, MCU etwas schade. Dann haben wir noch das Auftreten von Captain Marvel. Kamala liegt in ihrem Zimmer. Es passieren zwei, drei wundersame Geräusche und Ereignisse geschehen. Kamala ist verunsichert, sie springt auf, will dem auf den Grund gehen, landet in ihrem Schrank und herauskommt Captain Marvel. Das fand ich witzig. Das macht Lust und Laune auf The Miss Marvels, auf den kommenden Kinofilm mit Captain Marvel, Miss Marvel. Und als Abschluss bzw. als Übergang zu diesem Kinofilm ist es sehr witzig präsentiert. Ist es typisch Marvel, wie ich finde. Aber ich bin etwas schockiert von dem Auftritt von Captain Marvel. Und ihrer Statur, also, da war ja nichts da. Die war ja nicht vorhanden. Die war dürr. Die war Knochen und Haut. Und das hat mich schockiert. Es wirkte fast wie, als wäre sie abgemagert. Es wirkte fast, als könnte man durch sie hindurch langen und Thanos müsste nur einmal niesen und ihre Knochen würden brechen. Liebe Brie Larson, futter dir bitte wieder etwas Substanz an. Es wirkt ungesund. Ich war schockiert, als sie da aus dem Schrank rauskam und was ich da gesehen habe, das hat mir echt im ersten Moment, wow, wo bist du? Haut, Knochen und der Rest. Okay, aber anderes Thema. Vielleicht war es auch zu viel CGI und Photoshop-Retusche, sagen wir mal so. Was könnte passiert sein? Naja, wahrscheinlich hat Captain Marvel irgendwo im Universum ein Artefakt berührt oder ist auf eine Anomalie gestoßen, die im Zusammenhang mit der Nur-Dimension bzw. mit Kamala Khan steht. Es wird dann wohl dafür gesorgt haben, dass die zwei die Plätze getauscht haben und Kamala irgendwo im Weltraum wahrscheinlich aufwachen wird und sich fragen wird, wie sie dahergekommen ist. Und da bin ich gespannt, wie das aufgelöst wird. Ob wir da wirklich bis zu The Marvels warten müssen oder ob wir zwischendrin noch irgendwie ein, zwei Häppchen serviert kriegen und wir uns mehr davon ein Bild machen können, was jetzt mit Kamala und was jetzt mit Captain Marvel passiert ist in dieser Situation. Alles in allem kann ich nur sagen, es ist eine der besseren Marvel Studios Serien. Es ist eine witzige Serie, es ist eine frische Serie, es ist eine Serie, wo man getrost ein- oder zweimal auf Vorspulen drücken kann, was aber im Gesamtkontext der Serie keinen Abbruch tut. Darüber, finde ich, kann man hinwegsehen. In diesem Sinne, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abonnement für den Kanal da. Es sind ein, zwei kleine Klicks für euch und eine riesengroße Unterstützung für den Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.